Leg dich bitte auf den Rücken. Ich schwitze noch nach von der vorigen Stunde. Ja, aber ein schönes Training, schönes intensives Training. Rückenlage, meine Lieben. Arme gestreckt, Beine gestreckt. Schönes Hohlkreuz. Ganz entspannen. Bisschen runterkommen vom Training. Oder diejenigen, die erst jetzt dazugekommen sind. Das ist quasi euer Warm-up jetzt. Macht dich schön lang und wir strecken eine Seite mehr und dann die andere Seite mehr. Eine Seite mehr. Andere Seite mehr. Super. Zum Popo, Knie sind geschlossen, die Arme schön breit und wir machen so eine scheibenwische Bewegung und wir lockern schön das Kreuz auf. Unterer Rücken schön auflockern. Super. Rechts, links, rechts, links. Zu entspannen. Versuch richtig so zu spüren, dass mit jeder Bewegung deine Hüfte, dein Kreuz, dass das lockerer und lockerer und lockerer wird. Schön entspannt, entspannt, entspannt. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Leute, zieh deine Fersen noch mehr zum Popo. Gib deine Knie auseinander, die Fußsohlen aber unten zusammenlassen. Fußsohlen zusammenlassen. Dann so breit pumpen. Breit pumpen. Pumpen, 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 pumpen. Und du versuchst deine Hüftgelenke, du spürst das eh, deine Hüftgelenke zu entspannen. Genau. Hüftgelenke schön entspannen. Locker, 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 locker. Noch 4. Noch 3, noch 2, 1, sehr schön. Ja. Jetzt hebst du deine Beine hoch, nimmst deine Knie und jetzt schaukelst du mit gebeugten Knie, aber so richtig zur Seite, dass dein Ellbogen den Boden berührt. Ja, genau, so richtig entspannen, richtig runterkommen, genau. Ellbogen bis zum Boden, Ellbogen bis zum Boden, genau. Super. Noch 4, 3, 2, 1. Und jetzt greifen wir innen, zwischen den Beinen die Fersen. Wer kann, greift an seine eigenen Fersen. Die Beine bleiben noch angewinkelt. Ja? Und im Yoga heißt die Übung Happy Baby. Happy Baby. So rechts, links, schaukeln, 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 schaukeln. Genau. Fersen innen halten, Fersen innen halten. Dann so schaufeln, ja? Genau. Locker, 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 locker. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und jetzt bitte nach rechts, links schaukeln. Bitte nicht umfallen, aber das Knie berührt den Boden. Wechsel. Das Knie berührt den Boden auf der anderen Seite. Linkes Knie berührt links. Rechtes Knie berührt rechts. Ja, genau. Nicht umfallen, nicht umfallen. Genau. Aktiviert deine Körpermuskeln. Ja, genau. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Letztes Mal. Und jetzt bleib in der Mitte und jetzt versuchen wir die Beine durchzustrecken. Beine öffnen, durchstrecken. Schön durchstrecken. Genau. Noch 4, 3, 2, 1. Super, sehr schön. Gut, Beine wieder anwinkeln, Knie zusammen und du gehst mit den gebeugten Knien bitte nach links. Komm rüber nach links. Dein rechter Arm ist jetzt oben. Du schließt vorne zum linken Arm
und du öffnest rüber auf die andere Seite. Du schließt vorne und du öffnest auf die andere Seite. Wir schließen vorne und wir öffnen auf die andere Seite. Super. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal bitte. Und jetzt bleiben wir offen. Bleib offen. Offen bleiben. Ja, genau. Der Kopf kann auch nach hinten schauen zur rechten Hand. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Eins. Sehr schön. Deine obere Hand, die rechte Hand, greift jetzt rechts am Fußgelenk. Greift bitte rechts am Fußgelenk. Zieh nach hinten. Zieh das Bein nach hinten. Ferse nach hinten, Knie nach hinten. Und die Profis, die legen sich komplett drauf auf das rechte gebeugte Bein. Die legen sich richtig drauf. Noch vier. Super, sehr schön. Komm zurück bitte, Fersen zum Popo, Arme breit und wir schaukeln mit den Knien wieder rechts, links. Und du merkst jetzt, dass dein Hüftgelenk, dass dein Kreuz, dass das alles schön lockerer ist, schon schön aufgelockert. Nach vorne und wir öffnen nach hinten. Genau, immer nach vorne schließen und nach hinten öffnen. Mit der linken Hand, große Bewegung. Linker Arm bewegt sich, groß, groß. Noch vier, drei, zwei, eins und wir bleiben bitte offen. Wir bleiben offen. Deine Knie bleiben rechts und der linke Arm ist nach hinten gestreckt. Ja, genau so. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Und jetzt mit der oberen Hand, mit der linken Hand, greifst du links am Fußgelenk. Ziehst das Bein nach hinten. Ja, Knie nach hinten, Ferse nach hinten und dann versuchst du dich so ein bisschen drauf zu legen auf das linke Bein. Genau. Wir liegen eigentlich auf der rechten Pobacke, aber versuchen da ein bisschen drauf zu legen auf das linke Bein. Genau, super. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Super. Okay. Beide Beine hoch, mit Schwung aufsetzen. Sehr schön. So, die Beine bitte sind schön gestreckt. Du kommst wieder nach vorne, der Hand greift die Zehenspitzen. Wenn das noch nicht geht, dann die Fußgelenke. Wenn das noch nicht geht, dann einfach auf die Schienbeine die Hände draufgeben. So wie du kannst, so wie es jeder kann. Ich kann das mittlerweile. Juhu. Bisschen schaukeln. Gestreckt und die linke Ferse ziehen wir einfach an. Ja? Linke Ferse einfach heranziehen. Genau. Das linke Bein ist jetzt gebeugt, rechts bleibt gestreckt und wir kommen nach vorne. Wir kommen nach vorne, wieder nach vorne zum gestreckten Bein. Genau.
Wenn das gar nicht geht, du willst aber nach vorne kommen, unbedingt nimm ein Handtuch. Genau, super Christian, genau. Handtuch vorne drüber geben und hier greifen. Genau, super. Jeder macht so, wie du kannst. Genau. Noch vier. Ja, das Dehnen, Leute, das ist ein jahrelanger Prozess. Das kann wirklich lange dauern. Kondition, Kraft, Ausdauer, das kriegt sie alles relativ flott. Das kann man in ein paar Monaten schon bekommen, aber das Dehnen, das dauert länger. Genau. Super. So, komm bitte mit dem Oberkörper wieder hoch. Und jetzt drehst du dich rüber zum gebeugten Knie, Und du schaust nach hinten, ja. Entweder die linke Hand geht um den Körper herum oder du stützt dich ab am Boden. Deine rechte Hand ist am Knie und wir drehen die Wirbelsäule auf. Schau nach hinten. Ja, genau. Super. Schön aufdrehen. Genau. Super. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Bleib bitte hier beim gebeugten Knie und das gestreckte Bein geht ein bisschen mehr so nach hinten, und wir legen uns jetzt auf das gebeugte Knie drauf. Auf das gebeugte Knie drauf legen. Genau. Popo-Muskel stretch, äußerer Oberschenkel stretch. Genau. Noch vier, noch drei,
noch zwei, eins. Wunderbar, sehr schön. Gut, jetzt wieder auf das gebeugte Knie drauflegen und dafür das gestreckte Bein so ein bisschen nach hinten verlagern. Ja, dann kommst du besser nach vorne.
4. Noch 3. Noch 2. Noch 1 und hoch. Jetzt bitte schön abgestützt mit den Händen. Und wir machen einen schönen Katzenbuckel. Schönes Hohlkreuz. Schöner Katzenbuckel. Schönes Hohlkreuz. Ja, wir müssen wieder bewegen, 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 bewegen. Noch 4. 3. 2. 1. Sehr schön. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Walk the dog. Walk the dog. Rechts, links mit der Ferse zum Boden. Genau. Noch 4. 3. 2. 1. Dein rechtes Bein kommt hoch. Dreibeiniger Hund. Dein rechtes Knie kommt nach vorne. Und du stützt dich vorne ab. Stützt dich vorne ab. Ja, du kannst deine Hände drauflegen auf den Oberschenkel, wenn du willst, muss aber nicht sein. Und wir drücken jetzt schön nach vorne. Wir drücken schön nach vorne. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ich drehe mich nur um, dass ich euch besser sehen kann. Und wir öffnen jetzt hier den Hüftbeuger. Ja, also schön nach vorne drücken. Hüftbeuger. Genau, richtig schön nach vorne. Richtig schön nach vorne. Öffnen, öffnen. Weit nach vorne, weit nach vorne. Das Knie, Leute, kommt mindestens 10 cm über die Zehenspitzen. Weit nach vorne. Ja. Noch 4. 3. 2. 1. Du bleibst vorne so weit du kannst und du öffnest jetzt die Arme. Blick zur Decke. Blick zur Decke. Ja. Ja, genau. Öffne den Rücken. Noch 4. Noch 3. 2, 1, Arme runter und wir setzen uns jetzt hinten drauf auf die Ferse. Wir strecken das vordere Bein durch, wir greifen die Zehenspitzen, Kopf tief, Brustkorb tief, weit nach vorne. Super. Noch 4, noch 3, 2, 1, ja. Und jetzt die letzte Übung in dieser Serie, bitte vorsichtig. Wir machen den Spagat, ja. So sieht so wie du kannst, jeder so wie du kannst. Christian, vorsichtig, ja. Wenn es nicht geht, einfach da stehen bleiben, wo es nicht geht, ja. Und die anderen, die eh schon fast im Spagat sind, probieren heute wirklich, vielleicht klappt es mal endlich mit dem Spagat. Vorsichtig, bitte. Jeder macht es für sich, nicht übertreiben. Jeder macht es für sich. Genau, so wie es für euch okay ist. Ja, genau, super. Noch 4. Aber Christian, mein Bauchlegen hilft nicht für Spagat, gell? Kannst dich bewegen ein bisschen, bitte. Christian. Komm, hübscher Mann. Jetzt schon. Noch 4. 3. 2. 1. Super. Das Bein heranziehen. Arme nach vorne. Entspannen. 4. 3. 2. 1. Sehr schön. Wir kommen wieder in den herabschauenden Hund. Und wieder walk the dog. Rechts, links die Ferse zum Boden. Schöner herabschauender Hund. Genau. 4, 3, 2, 1. Jetzt bitte das linke Bein hoch. Linkes Knie nach vorne. Ja, so weit du kannst. Und wir drücken jetzt wieder das linke Bein schön nach vorne. Das linke Bein schön nach vorne. Ich drehe mich wieder um, dass ich ein bisschen sehen kann. Jetzt öffnen wir den rechten Hüftbeuger. Den rechten Hüftbeuger. Genau. Noch 4. 3. 2. 1. Arme bitte hoch. Lehn dich nach hinten. Wir haben es gleich geschafft, meine Lieben. Gleich geschafft. Gleich vorbei.
Noch 4. 3. 2. 1. Setz dich hinten drauf. Komm nach vorn. Und auch hier, meine Lieben, versuchen vorsichtig in den Spagat zu kommen. Kein Zwang, ja? Immer vorsichtig. Immer vorsichtig. So wie es für euch okay ist. Genau. Wenn es noch nicht geht, geht es halt noch nicht. Ja, genau, Christian, super. Jetzt macht er mit. Sehr brav, sehr brav. Noch 4. Noch 3. 2, 1. Sehr schön. Gut. Einmal noch entspannen. Einmal noch entspannen. 4. 3. 2. 1. Stütz dich ab. Einmal noch in den herabschauenden Hund. Komm mit den Füßen nach vorne. Und lass jetzt den Oberkörper hängen und ein bisschen schaukeln. Ein bisschen schaukeln. Ja? Ein bisschen schaukeln. Locker schaukeln, locker schaukeln, locker schaukeln. Und wir rollen uns auf. Schultern kreisen. Super. Ah, herrlich. Kopf kreisen. Easy cheesy. Richtungswechsel. Und wir atmen ein. Wir atmen aus. Wir schließen die Beine. Wir strecken uns durch. Und auf. Sehr brav. Super. Sehr schön. Sehr cool gemacht.